Intergalaktische Phänomene über NRW. Ein noch unbekanntes Flugobjekt startete seine Weltraummission. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Das war auch meine Kultserie. Und auch die vom Krefelder Ralf Hammerschmidt. Er war 6 Jahre alt, als er am 27. Mai die Erstausstrahlung von Raumschiff Enterprise sah. Die Serie beamt die Zuschauer in eine Welt, in der weder Herkunft, Hautfarben noch Geschlechter eine Rolle spielen. In Zeiten von kaltem Krieg und Arbeitskrisen träumten sich die Menschen in NRW mit der Enterprise in eine bessere Zukunft. Kirk an Enterprise? Das war halt ganz was anderes, war komplett was anderes, wo man sich dann auch jedes Mal drauf gefreut hat und wo man dann auch geplant hat. Ich werde es auch nie vergessen, dass ich selber konnte nicht lesen, konnte dafür Zahlen lesen. Meine Schwester wiederum konnte lesen, konnte keine Zahlen. Das heißt, wir haben dann die Programmzeitschrift genommen. Ich habe dann vorgelesen, die Uhrzeit, und wir müssen noch eine halbe Stunde warten. Computerlogbuch Nummer 1 der Enterprise, Sternzeit 3112,3. Commander Kirk. Damals entstand dann ein kleiner Familienkrieg, weil die erste Strahlung war samstags. Es war mal nicht irgendwas um 17.40 Uhr, 17.45 Uhr. Jetzt muss man dazu wissen, die Unwissenden, samstags um 18.15 Uhr ging dann die Sportschau los. Und das ist nicht unbedingt die beste Wahl, im Konkurrenzkampf mit dem Vater zu stehen, der dann die Sportschau gucken will. Ralf Hammerschmidt ist Star Trek-Fan geblieben. 250 Raumschiffmodelle besitzt er. Viele tausend Mark und Euro hat er in seine Sammlung gesteckt. Wie oft stehe ich abends hier und nehme meine Modelle in der Hand? Andere hocken sich vom Fernseher und ich habe halt meinen Spaß daran, dann meine Raumschiffsammlung anzusehen, zu sortieren, Excel-Dateien darüber anzulegen, Maßstäbe zu vergleichen und so weiter. Das ist halt mein Hobby, worüber ich dann abschalte und wo ich sage, Alltag, tschüss, brauch keinen Fernseher, sei denn läuft Star Trek natürlich. Brücke an Transporterraum. Fertig zum Beamen. Ich finde es toll, wenn jemand ein Hobby hat, das ihn so glücklich macht. Dann habe ich ihm immer mehr auf Ideen gebracht. Guck mal, Schatz, ich kann dir noch einen Schrank geben. Lass uns die Schränke erweitern. Ach, guck mal, da ist noch eine Vitrine frei. Ja. Da können wir noch eine Vitrine hinstellen, kein Problem. Ja, und demnächst gehen wir einfach in die Höhe. Ja. Auf 2 Facebook-Seiten betreut Ralf Hammerschmidt 7000 Raumschiff Enterprise-Fans. Seit einiger Zeit organisiert er auch Treffen. Beam me up, Scotty. Regelmäßig veranstaltet Ralf Hammerschmidt ein Trek-Dinner in einer Krefelder Kneipe. Hier wird nur über das eine gesprochen, werden Tauschbörsen für Sammelkarten und Fanartikel organisiert.